Ich habe da mitgemacht bei Zürich, weil ich von ganzem Herzen Zürcher bin und diese Initiative möchte unterstützen, mit meinem Geist, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, um das wirklich zum Fliegen zu bringen. Und konkret, weil ich ein paar Start-ups schon gegründet habe, bin ich jetzt in dieser Gruppe gewesen, die sich vor allem um Start-up-Förderung gekümmert hat. Da haben wir auch konkrete Ideen, es sind momentan immer noch Ideen entwickelt. Eins ist so eine Box, sage ich dir jetzt mal, wo junge Unternehmer kommen können oder eben noch nicht Unternehmer, die es werden wollen, die Box können kaufen und vieles sollte dann gelöst sein. Administrativen Aufwand, Pensionskasse als Stichwort, Gründung als Stichwort und aber auch die Miete, weil die Miete ist ein Problem in Zürich. Die sind hoch und wir wollen da ein Modell finden, wo so junge Unternehmen relativ günstig, zeitlich limitiert einen Ort finden in Zürich, wo sie kreativ zusammenarbeiten können und so eine Firma aufziehen können. Das ist der eine Punkt. Da ist auch die Stadt dabei, logischerweise, sonst würde das nicht gehen. Der zweite Punkt ist noch, wenn die Firmen dann fliegen, und da sind wir jetzt bei der ITC, also bei der Informationstechnologie, der Schweizer Markt ist zu klein für das. Und da wollen wir ihnen auch helfen, ins Ausland zu kommen, über verschiedene Strategien und einfach, dass Fehler, die wir persönlich jetzt schon gemacht haben, nicht nochmal machen.